herzlich willkommen zur diesjährigen Präsidentschaftswahldebatte mit der Kamala Harris und Donald Trump. Die zwei sollen jetzt mal ihr Wahlprogramm vorstellen. Los geht's mit Ihnen, Frau Harris, bevor dann der Herr Trump dran ist. Bitte schön. Ja, ich sag gleich gern mal Programm, aber erst mal was anderes. Also gestern war ich an der Tankstelle und da ist an der Zapfsäule vor mir der Donald mit seinem Auto gestanden, ist gerade ausgestiegen und zum Zahlen gelaufen. Und währenddessen hat er seinen Motor laufen lassen. Welcher Assi macht denn sowas noch heutzutag? Herr Trump, haben Sie da dazu irgendwas zum Sagen? Ja, also erstens mal, Kamala liegt wie gedruckt, weil mein Motor war aus, wo ich zum Zahlen reingelaufen bin. Ich habe nämlich der außerste Motor in der Geschichte der Vereinigten Staaten, wegen dem Klima. Ich bin nämlich ein riesen Fan vom Klima. Und Kamala übrigens, die Fuddel, die hat ihr Fenster aufgeht und brutal laut nervig Musik hört. Hatte sie wirklich Scheib unter? Scheib hat sie untergeht und sie hat nicht bloß laut Musik gehört, sondern irgend so eine Scheißmusik. Das war von der Beyoncé, glaube ich. Okay. Also da kann ich jetzt mal was dazu sagen. Haben Sie denn Beyoncé gehört? Ja, aber wenn ich im Auto Musik höre, im Leben, der die mal Scheibe auflassen, weil das andere Leute einen Scheißdreck angeht, was für Musik ich höre. Herr Trump, möchte Sie vielleicht... Ich jetzt warten Sie mal, Herr Trump, das sind ja schon schwere Vorwürfe. Was sagen Sie da? Jetzt tut sie wieder so, wie wenn sie moralisch überlegt. Aber die hat die Scheibe absichtlich aufgelassen. Sie sagt, sie hätte sie nicht aufgelassen. Doch, und zwar absichtlich. Und zwar, dass die Leute denken, ich hätte die Scheißmusik höre. Also dabei ist das total lächerlich, weil ich kann so eine Scheißmusik höre, die beste Musik in der Geschichte der Politik höre. Nur mal zu dem Motor laufen lassen, Frau. Ich habe meinen Motor nicht laufen lassen, wo ich zahlt habe. Und außerdem war ich gar nicht an der Tankstelle. Das sind Fake Alternative Facts von der Plata. Sie haben doch die Musik gehört von die der Frau. Ich habe gar nicht gehört, die Musik. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe bloß gesagt, dass die Scheibe untergekappt hat. Also Leute, pass mal auf, jetzt sage ich was. Als nächstes wird der Donald behaupten, dass er riesen Beyoncé-Fan ist. Herr Trump, ich glaube, Frau Harris hat schon einen Punkt da. Aber das Gruseligste ist eh, wo er vom Zahlen zurückkommen ist, hat er einen Leberkäse gegessen von der Tanke. Okay, das ist natürlich schrecklich, Frau. Leberkäse gekauft, ich kenne mich aus mit Leberkäse. Ich habe schon mit der Beyoncé Leberkäse gegessen. Ich bin ein Fan von der Beyoncé. Habe ich es jetzt gesagt? Gar nie. Ich wäre ein Fan davon, wenn das rum wäre. Deswegen niemals kaufe ich den. Also jetzt mal im Ernst, das ist einfach alles gelogen. Ich habe den Donald schon zwei einmal an der Tankstelle gesehen und einmal hat er ein Leberkäse-Wegle gekauft. An der Tankstelle. Ich sag, make Leberkäse great again. Nein, Leberkäse ist gesund, das habe ich im Internet gelesen. Ich bin ein Fan Sie vom Internet. Runter bisschen. Frau Harris, jetzt machen Sie mal das ist wirklich so unfair, dass die Leute zu mir immer sagen, ich soll jetzt so liegen, dabei bin ich der ehrlichste Präsident. Dann lassen wir die zwei Grasdackel einfach mir hin, nämlich keinen Bock mehr. Genau, wir holen uns noch schwenden Leberkäse-Wegle an der Tanke. Danke, dass Sie dabei waren und gute Nacht miteinander. Die Junge redet sich an der Fahrbahn, ich fahre so viel Leberkäse-Wegle an der Tanke. Ich fahre kein SUV, also meistens fahre ich kein SUV. Ich fahre manchmal, wenn ich zum Airbrush-Training gehe, dann fahre ich halt mit dem SUV. Also aber da das ist ganz...